Meine Verjährung? Hätte mich jetzt ein bisschen privat werden. Es ist so, ich bin in einer Multikulti-Familie groß geworden, mitten in Simmering. Und dementsprechend mehrsprachig aufgewachsen. Die Geschichte ist recht kompakt im Machacek-Roman Leichenschmaus zusammengefasst und das entsprechende Kapitel möchte ich kurz vorlesen. Dann erspart euch das zum selber lesen. Jetzt, warum redet der Machacek manchmal so gschert daher, wie ein lungenkranker Simmeringer Fiaker Gaul, und lässt dann wieder Wörter vom Stapel, als wäre er der edelschimmeligste Lipizzaner Zuchthengst? Das hat seinen Grund. Machacek ist nämlich das Kind zweier Eltern. Sein Vater war Maurer, so wie jeder Machacek seit Generationen, und hat auch wie ein Maurer geredet. Nur hat sich dieser Machacek, der Rudolf, nennen wir ihn doch beim Namen, der hat sich eine Volksschullehrerin geangelt. Konnte ja keiner wissen, dass die so eine ist, wenn sie das serviert in einem gewissen Etablissement, um sich ihre Ausbildung zu finanzieren. Na, der Rudolf hat sich halt gedacht, er nimmt eine Frau von der Stange, weil an der hat sie auch getanzt. Und eine Frau von der Stange ist allemal gut genug für einen Maurer wie ihn und umgekehrt ebenso. Aber nicht falsch denken, das war Liebe. Und zwar so eine, wo kein Gras mehr wächst, bis heute nicht. Und das ist jetzt schon ein ganzes Weilchen her. Aber trotzdem, die Mama Machacek, die Veronika, redet als Volksschullehrerin natürlich ein bisschen nach der Schrift. Etablissement hin, Stange her. Und beharrte auch nach der Hochzeit auf ihrem Hochdeutsch. Ständig versuchte sie, den Rudolf in seiner Spreche auszubessern, wenn er irgendwas in ärgstem Wiener Slang daherkaute. Und als der Junior, also ich, dann auf die Welt kam, wollte die Frau Lehrerin ihren Gatten dazu bewegen, Hochdeutsch mit dem Buben zu sprechen. Der Vater wollte dem Jungen natürlich die Unannehmlichkeiten später am Bau ersparen, weil da bist du mit Hochdeutsch so arm, wie ein Würstel im Hundezwinger. So ist der Machacek zweisprachig aufgewachsen. Vielleicht redet er deswegen immer so langsam, weil er immer überlegen muss, ob er jetzt Lipizzaner oder Fiakerdeutsch sprechen soll. Oft kommt dann eine holpertatschige Mischung aus beiden heraus. Aber wie sagt man so schön, das Gegenteil von perfekt ist Dialekt, also menschlich heut. Schönen Tag noch.